Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Seit vergangener Woche müssen beim Einkaufen FFP2-Masken getragen werden. Um Menschen zu unterstützen, die sich selbst um pflegebedürftige Angehörige kümmern, stellt der Freistaat Bayern für den Landkreis Neumarkt 10.000 Masken zur Verfügung. Die Verteilung überlässt er dabei den Kommunen selbst. Bei manchen werden diese in Rathäusern oder Bauhöfen verteilt. Bei uns in Neumarkt im Reitstadel. Andrang sieht anders aus. Seit Montagmorgen um 9 Uhr können pflegende Angehörige sich im Reitstadel kostenlos 3 FFP2-Masken abholen. Wir haben 3.100 Masken zum Verteilen erhalten. Da jeder Empfänger 3 Masken erhält, dann sind es gut 1.000 Empfänger, die da in Frage kommen. Von den 1.000 Leuten sind nur eine Handvoll an diesem Morgen auf dem Residenzplatz angekommen. Wer aber da ist, nimmt das Angebot gerne an. Ich finde es sehr gut, dass die Masken auch für die pflegenden Angehörigen ausgegeben werden. Und man kann dadurch sich selber schützen und auch den, den man pflegt. Ja, ich finde es ganz super und es ist auch wichtig irgendwie, weil man braucht trotzdem etliche Masken. Man schwitzt so unheimlich drin, wenn man was Längeres hat. Oder mein Mann, wenn ich mit dem Rollstuhl fahre. Und dann braucht man einfach dementsprechend mehr Masken. Und in der Apotheke ist halt sehr teuer. Das ist sehr gut, finde ich, ja. Denn die Masken, das sind einfach die besten. Ne? Und die sind ja nicht gerade billig. Ne? Das finde ich sehr klasse. Nach der Bekanntgabe der FFP2-Pflicht gab es einen großen Ansturm auf Apotheken. Deren Maskenvorräte waren teilweise schnell erschöpft. Bei der Stadt Neumarkt scheint man nun ganz froh zu sein, dass das diesmal anders ist. Wir wussten vorher nicht, ob der Andrang groß ist oder nicht groß ist. Wir haben nur gehofft, dass es möglichst nicht alle auf einmal kommen. Es ist so gekommen, dass es geregelt ablaufen kann und da sind wir froh drüber. Inzwischen haben die meisten Leute vermutlich eine schöne Sammlung bunter Stoffmasken zu Hause, die nun immer weniger zum Einsatz kommen. Die blauen wären besser, also man kriegt mehr Luft. Hier ist sehr eingeschränkt, was Luft anbelangt. Naja, also mir waren die Stoffmasken angenehmer als die da. Schon durch Schnaufen und da sagen sie zwar immer, dass die Brille nicht anschlägt, aber trotzdem schlägt es an, gell? Ist schwer, schwer zum Atmen, aber ich finde es einfach sicherer. Also ich finde es viel besser auf jeden Fall. Auch mit dem Tragen finde ich es besser. Und natürlich sind es besser in der Qualität. Also das entspricht schon dem Niveau, denke ich einmal, das wir brauchen alle miteinander. Aber die beste Maske hilft nicht, wenn sie falsch aufgesetzt wird. Deshalb gilt folgender Ablauf. Zuerst werden die Hände desinfiziert. Bartträgern wird empfohlen, sich zu rasieren. Dann die Maske an den Bändeln aufsetzen, ohne die Innenseite mit den Fingern zu berühren. Zuerst wird das Kinn bedeckt, dann die Nase. Schließlich wird der Draht oben festgedrückt, damit möglichst kein Spalt mehr besteht. Laut Untersuchungen kann eine FFP2-Maske höchstens 75 Minuten am Stück getragen werden. Danach ist ein Austausch oder eine Reinigung fällig. Ich habe es jetzt bestimmt eine ganze Woche. Man braucht es ja nicht so lange. In der Früh, wenn man zum Einkaufen geht, soll man kaufen, 5 Minuten oder nicht einmal so lang. Eine Reinigung kann auf 2 Arten geschehen. Entweder man hängt die Maske 7 Tage lang bei Raumluft zum Trocknen auf oder man steckt sie für eine Stunde bei genau 80 Grad in den Backofen. Das geht aber nicht beliebig oft. Nach insgesamt 8 Stunden auf der Nase muss die Maske auf jeden Fall in den Müll. Spätestens. Und jetzt haben wir wieder aktuelle Nachrichten aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt für Sie zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Im gesamten Februar findet am Truppenübungsplatz Hohenfels und in anderen Arealen des Landkreises Neumarkt ein Militärmanöver der US-Armee statt. Ein Schwerpunkt werden dabei Hubschrauberlandungen in vorgegebenen Ladezonen sein. Einige der Trainingseinheiten für Helikopter und Bodenfahrzeuge finden auch nachts statt. Die US-Armee warnt vor liegengebliebener Munition. Diesbezügliche Funde müssen bei der Polizei gemeldet und dürfen nicht eigenmächtig entfernt werden. Am Mittwoch wurde in der Raiffeisenbank in Neumarkt ein Kunstspendenprojekt vorgestellt, das zur Unterstützung der Neumarkter Palliativstation dient. Die ausgestellten Malereien stammen von verschiedenen Künstlern des Kunstkreises Jura und können vor Ort erworben werden. Ein Teil der Einnahmen geht dann an die Palliativstation.
Üblicherweise kann die Einrichtung, welche sterbende Menschen betreut, durch Veranstaltungen wie Weihnachtsbasare Geld sammeln. Durch die Corona-Pandemie fielen zahlreiche Events aber aus. Und gleich nach einer kurzen Pause ziehen wir eine Zwischenbilanz. Was hat sich rund 2 Jahre nach dem Volksbegehren Artenvielfalt in der Oberpfälzer Flora und Fauna getan? Außerdem eine neue Folge Top Secret. Das und mehr gleich. Wo kauft man Citroën? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top Werkstattservice, kompetent und super freundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Psst, Charivari. Charivari. Ganz Regensburg, Niederbayern und die Oberpfalz suchen ein Wort. Das Charivari-geheime Wort. Ich als Dom bin steinalt und Sie steinreich, wenn Sie wissen, welchen Ausblick ich auf hab. Mitraten und den Jackpot gewinnen. Holen Sie sich Ihren Anteil. Auf 50.000 Euro für das Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Das Charivari-geheime Wort. Montag bis Freitag, täglich ab 6. Willkommen zurück. Wir schauen jetzt mal rund 2 Jahre in die Vergangenheit. Im Februar 2019 bildeten sich vor den Rathäusern Bayerns teilweise Schlangen. Denn rund 1,8 Millionen Menschen wollten ihre Stimmen abgeben. Für das Volksbegehren Artenvielfalt. Noch im August desselben Jahres wurden die Forderungen zu Gesetzen. Die Frage ist jetzt aber, was hat sich tatsächlich in Feldern, Wäldern und Wiesen der Region getan? Dass überall surrende Insektenparadiese entstehen, wo gestern noch unser aller Nahrung angebaut wurde, das hat hoffentlich niemand erwartet, der 2019 seine Unterschrift beim Volksbegehren abgab. Der Erhalt von Arten geht nicht von heute auf morgen und ist ein fortlaufender Prozess. Der Landesbund für Vogelschutz, einer der Initiatoren des Volksbegehrens, zieht eine Zwischenbilanz. Ja, es haben sich einige gesetzliche Änderungen ergeben, die positiv sind für den Naturschutz und für den Artenschutz. Manches ist aber noch in der Umsetzung, zum Beispiel mit den Gewässerrandstreifen. Da muss also die Gebietskulisse noch endgültig festgelegt werden. Es sind ja auch einige Ziele festgelegt, die jetzt in die weitere Zukunft reichen, etwa, dass der Ökolandbau ausgeweitet werden soll oder der Biotopverbund aufgebaut werden soll. Das sind Ziele, die innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre erreicht werden müssen. Die Natur stellenweise einfach mal machen lassen. Diesen Ansatz haben auch Landwirte im Landkreis Neumarkt verfolgt. In zahlreichen Gemeinden entstanden insektenfreundliche Blühwiesen auf bisherigen Anbauflächen. Und auch innerhalb von Stadtgrenzen ließ man es stellenweise länger sprießen als bisher. Es ist ein Umdenken im Gange, auch bei vielen Kommunen, was jetzt die Pflege und Bewirtschaftung von Straßen, Wegrändern angeht. Für die Bauhöfe gibt es da Anregungen, wie man das naturnäher gestalten kann. Aber auch hier, wie gesagt, muss man sicherlich noch auch Überzeugungsarbeit leisten oder es müssen sich einfach auch neue Techniken sozusagen auch durchsetzen dann. Noch nicht wirklich zufrieden sind die Macher des Volksbegehrens mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Problem: Die Gesetze dafür entstehen nicht auf bayerischer, sondern auf Bundes- oder sogar EU-Ebene. Was sich sonst noch in Flora und Fauna getan hat, dafür gibt es vom Landesbund für Vogelschutz und der evangelischen und katholischen Erwachsenenbildung einen Vortrag. Am 2. Februar um 14 Uhr spricht Dr. Bernd Zöhnlein über Entwicklungen und Schwachstellen. Für die Veranstaltung im Internet kann man sich kostenlos anmelden unter info@keb-neumarkt.de. Vorbereitung ist alles, gerade wenn es ums Kochen geht. Wer sich also nach einem langen, kalten Tag wie heute etwas Leckeres und Schnelles in der Küche zubereiten möchte, für den hat Jörg Heiler jetzt wieder Tipps. Hier ist Top Secret.
Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt präsentiert Topf Secret. Heute zeige ich euch, wie man eine Gemüsepaste macht. Und zwar brauchen wir einfach mal frische Petersilie, dann Salz brauchen wir. Dann, ich habe jetzt hier getrocknete Kräuter, also ein bisschen Thymian, Estragon und Oregano. Dann Sellerie, Karotte, Zwiebel, bisschen Knoblauch, Champignons. Warum Champignons? Champignons verstärken den Geschmack, das ist so eine Art Umami-Effekt. Dann haben wir hier eben Frühlingslauch, man kann auch Lauch nehmen, ganz normalen, Tomaten für die Säure und ein bisschen Paprika. Ich mache es mir jetzt ganz einfach. Wir machen das jetzt alles hier in die Schüssel rein. Alles rein hier. Dann ist Salz natürlich drüber. Nicht wundern, dass es viel Salz ist. Das braucht man, damit es einfach auch haltbar ist dann später. Dann die Kräuter. Dann machen wir so ein bisschen Rapsöl oder Olivenöl dazu. Und die Petersilie auch einfach so grob drüber schneiden, das Ganze mit dazu. Dann mischen wir es durch, dass das Salz auch überall hinkommt. Man könnte noch eine Prise Zucker dazu machen, braucht man aber nicht. Wir haben die Tomate, wo Karotte, wo Zucker hat, Sellerie, wo Zucker hat und eben auch den Paprika, wo Zucker hat. So, dann brauchen wir einen handelsüblichen Mixer oder Kutter. Und dann machen wir hier mal was in den Kutter rein. Jetzt wird es ein wenig laut. Und jetzt laufen lassen. Wenn am Rand noch ein bisschen was hängt, einfach wieder so ein bisschen runterstreichen. Flüssigkeit brauchst du keine, weil du hast hier die Tomate. Wieder zuschrauben. So. Einmal. Das Messer raus. Und dann füllt euch einfach diese Gemüsepaste in ein Glas rein. Wer mag, kann obendrauf noch einen kleinen Tropfen Rapsöl geben oder Olivenöl. Deckel drauf. Durch das Salz ist jetzt diese Paste so lange haltbar, bis du es verbraucht hast. Also mindestens ein halbes Jahr, weil es ja konserviert durch Salz. Und ihr braucht es auch nicht so ein Pulver kaufen oder so, sondern einfach, wenn ihr was macht, Suppe, Soßen, Salat zum Beispiel auch für ein Dressing, einfach so ein bisschen was mit reinmachen. Und schon habt ihr eure eigene Gemüsepaste, kann man sich wunderbar ein paar Gläser vorbereiten und dann steht es da und ihr könnt es verkochen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt präsentiert Topf Secret. Und das war's für heute. Dieses Mal waren wir für unsere Moderationen am Pulverturm in Neumarkt. Und ob es in den nächsten Tagen nochmal Pulverschnee gibt, erfahren Sie jetzt in den Wetteraussichten. Wir sehen uns. Bis bald. Für gutes Klima. Heute, morgen, übermorgen. Handeln Sie grün mit den Stadtwerken Neumarkt. Ein Wolkenband mit Regen und örtlichem Schnee reicht von Schottland bis zu den Alpen. In der kommenden Nacht herrscht bei stark bewölktem Himmel Winterwetter mit Schneeregen oder Schneefällen. Dabei werden Tiefstwerte bis 2 Grad erwartet. Am Donnerstagvormittag gibt es zeitweise Regen bei stark bewölktem Himmel und es werden Höchstwerte um 3 Grad erzielt. Auch am Nachmittag erwarten uns Wolken und Regen. Der Wind weht mit stürmischen Böen aus westlichen Richtungen. Ähnlich sieht es dann am Freitag bei Höchstwerten von 8 Grad aus. Am Samstag gibt es kaum Sonne, dafür viele Wolken und auch dann stellenweise Regen. Der Sonntag zeigt sich dann wieder kälter, bei Temperaturen von minus 5 bis plus 2 Grad. Wir für unsere Zukunft. Die Stadtwerke Neumarkt präsentieren das Wetter.